den Landespokalsieger noch einmal, den FC Hansa Rostock. Frage. Ja. Langweilig könnt ihr nicht, oder? Nee, auf keinen Fall. Wir machen es gerne, ein bisschen Spaß zum Ende. Und dann im Elfmeterschießen, erst hast du die Traute, verhaust das Ding und dann hältst du den letzten. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich wollte es ein bisschen spannend machen, ne? Wäre ja zu einfach, gleich reinzuschießen. Haben wir gesehen, die Freude ist groß. Ihr habt schon richtig Bock gehabt, dieses Ding auch zu holen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir waren von Anfang an motiviert und wollten alle wirklich den Pokal hier gewinnen. Zumal die Hälfte noch gar keinen Pokal jemals gewonnen hat und dachten wir, komm, heute müssen wir es machen. Und jetzt kann richtig gefeiert werden. Ja, und morgen nach Malle, ne? Wir feiern. Oh, na dann viel Spaß. Dankeschön. Wir nehmen uns gleich die Kapitänin nämlich noch dazu. Sandra, einmal ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. War ein ganz schön knappes Ding, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Also wer hätte damit gerechnet? Ich finde es aber, es ist ein super spannendes Spiel gewesen. Ja, ich glaube, besser ging es eigentlich nicht. War du ein bisschen nervös am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man nicht nervös ist, dann macht man was verkehrt. Das gehört schon dazu einfach auch. Zumal Herr Stralsund euch ja auch schon in der Meisterschaft das Leben echt schwer gemacht hat. Da habt ihr ganz knapp 2-1 gewonnen. Hier jetzt in der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit, den Ausgleich reingehauen. Also knapper ging es ja gar nicht. Ja, das stimmt. Aber am Ende gewinnt der, der am Ende die Nerven bewahrt. Ne? Und jetzt habe ich gehört, es geht tatsächlich in den Flieger, ja? Wer weiß? Ja, darf gut, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle, ne? So ist es. Aber ihr habt noch ein großes Ziel, ne? Die Meisterschaft ja, steht auch noch an. 5 Punkte genau. Vorsprung bei noch 3 Spielen. Müsste schon viel schief gehen, ne? Auf jeden Fall. Also der Fokus steht auf jeden Fall auf jedes einzelne Spiel. Und die Meisterschaft werden wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Ihr seid jetzt Landespokalsieger. Habt ihr einen Traumlos für die erste Runde im DFB-Pokal? Wir nehmen, was kommt. Und einen attraktiven Gegner, damit es vielleicht auch ins Ostseestadion geht. Ja, also Bayern München wäre schon ganz cool, oder? Wir würden uns freuen. Viel Spaß auf Malle. Vielen Dank. Hansa forever, für alle Zeit. Hansa forever und für die Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Schritt. So, wir haben den Erfolgstrainer hier. Herzlichen Glückwunsch, Tino Spörk, Landespokalsieger MV 2024 mit den Hansa-Mädels. Ja, Elfmeterschießen habt ihr offensichtlich geübt. Ja, wir haben tatsächlich gestern im Training aufgrund des Rasens Elfmeterschießen geübt und waren uns auch eigentlich ziemlich sicher, dass Merle einen hält, weil sie gestern im Training alle gehalten hat fast von unseren Mädels. Die haben keinen reingekriegt. Dass sie nun den ersten verschießt, ist unglücklich halt. Hat auch, sage ich mal, Lara schön stark gehalten im Tor. Und daher, glaube ich, waren wir da hinten raus verdient, dass wir das Elfmeterschießen gewonnen haben. Dadurch, dass Merle dann 2 hält. Den ersten wird zurückgepfiffen, dann nochmal die Nerven zu behalten, den letzten dann zu halten. Das war wirklich, glaube ich, eine Erlösung für die ganze Mannschaft. Wobei ich schon gesehen habe, ein bisschen Nervosität war bei dir da, als es ins Elfmeterschießen gegangen ist. Alles hat irgendwie geschäftlich an der Bank zu tun gehabt und du hast dich hinten hingesetzt, die Hände in die, den Kopf in die Hände vergraben. Bist du tatsächlich in Gedanken die Schützen einmal durchgegangen? Ja, also im Endeffekt war es klar, wer schießt. Und die Mädels haben sich auch, also wir hatten selber eine Liste und wirklich die 5 haben sich auch freiwillig gemeldet. Ich bin immer auf die Bank gegangen, ganz einfach, um einfach mal ein bisschen positive Energie, auch von gestern, von dem Elfmeterschießen, dass ich mir eigentlich gesagt habe, es kann eigentlich nicht schief laufen. Klar ist der Druck da, ne? Wir führen fast 90 Minuten 1-0, dann kriegen die Mädels 2 Minuten vor Schluss das 1-1, geben sich dann in der Verlängerung nicht auf und ist natürlich die Anspannung auch da im Elfmeterschießen, ganz klar. Unterm Strich, hättest du wirklich erwartet, dass es ins Elfmeterschießen geht oder hättest du dir schon gewünscht, dass es über die 90 Minuten entschieden wird? Klar, ist der Wunsch jedes Trainers, nach 90 Minuten das Spiel zu entscheiden. Aber ein Riesenkompliment an Stralsund, dass sie immer daran geglaubt haben, dass sie noch ein Tor machen und haben auch nicht aufgehört nach vorne. Kriegen dann durch so einen Freistoß, den wir auch wieder verursachen, unglücklich so eine Chance. Ich sag mal, alle Chancen, die wir kriegen, verursachen wir fast selber. Das war unglücklich, da nicht zu klären. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, Respekt an Stralsund, dass sie daran geglaubt haben und gekämpft haben, auch in der Verlängerung sich nicht aufgegeben haben und wir wirklich bis zum Schluss zittern mussten.
Die erste Saison wieder mal mit Mädchen- und Frauenfußball beim FC Hansa nach 30 Jahren. Und dann gibt es schon gleich den ersten Titel mit dem Pokalsieg. Und jetzt soll das Double aber auch her, oder? Ja, auf alle Fälle. Also wir glauben fest an uns. Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft. Man hat es ja auch hier gesehen, ob die Mädels von der Bank, die nicht im Kader waren. Es ist eine Mannschaft geworden nach wirklich einem Jahr jetzt. Und jetzt wollen wir natürlich auch die letzten drei Punktspiele erfolgreich gestalten, sodass wir wirklich auch ungeschlagen bis auf den grünen Tisch in der Liga bleiben und dann verdient am 2.6. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesen-Highlight für uns, dass Hansa das auch ermöglicht, dass wir im Ostseestadion spielen dürfen. Ich glaube, jedes Mädel von denen will spielen. Es wird für uns Trainer eine richtige Aufgabe, die Mädels zu benennen, wer da spielen darf. Weil für die, die nicht spielen, geht natürlich auch ein Traum nicht Erfüllung. Aber da freuen wir uns riesig drauf. Und werden die drei Punktspiele jetzt nochmal Greifswald, auch nochmal Strahls und dann ja auch nochmal im Punktspiel und dann Rostocker FC nochmal Vollgas geben, auf alle Fälle. Dafür drücken wir die Daumen. Und ich habe gehört, jetzt gibt es so vielleicht 2 bis 3 Tage, die im Kalender gestrichen werden, in Erinnerung. Ja, das glaube ich auch. Ne? Ein bisschen Angst habe ich ja davor. Aber wir haben es den Mädels versprochen am allerersten Trainingstag, wo wir in Warnemünde getroffen haben. Wir haben gesagt, wenn ihr ins Pokalfinale kommt, egal wie es ausgeht, fliegen wir nach Mallorca. Na dann viel Spaß. Danke.